Morgen. Praise the Lord. Preist den Herrn. Let us thank and praise God for this possibility that we are gathered together for this special Erntetag. Danken und preisen wir Gott für diese besondere Möglichkeit, heute diesen Einkehrtag hier zu haben, miteinander. Ja, welcome all of you for this. Ich heiße euch alle recht herzlich willkommen. Now, this is a very special session. Das heute ist eine ganz besondere Einheit. The speciality in this is. Das Besondere heute ist Folgendes. That it's a good news. Das ist eine frohe Botschaft. What is the good news? Was ist die frohe Botschaft, die gute Nachricht? In the Pope Paul the Sixth says the good news is Jesus himself. Johannes Paul der Sechste hat gesagt, die gute, die frohe Botschaft ist Jesus selbst. Yes. The good news is. Die gute Nachricht ist, die frohe Botschaft ist, look at here. Schaut es euch an. God became man. Die frohe Botschaft ist, dass Gott Mensch geworden ist. Every year in Christmas time, Christmas, we celebrate, we have the baby Jesus in our crib, but we are focusing on externally lot of presents, exchanging greetings, but how much we recognize how great is this good news that Jesus, God, become man. Jedes Jahr an Weihnachten feiern wir das. Wir haben das Kind in der Krippe. Wir machen so viele Äußerlichkeiten. Wir gratulieren uns, wir beglückwünschen uns, wir machen uns Geschenke. Aber nehmen wir diese frohe Botschaft wirklich wahr, dass Jesus für uns Mensch geworden ist, dass Gott Mensch geworden ist. Now, how this is, you may be thinking, how this is connected with the healing of the family. Und jetzt mögt ihr euch vielleicht Gedanken machen, was hat das jetzt mit der Heilung meines Familienstammbaums zu tun? So that is where the Matthew's Gospel begins with the family tree of Jesus Christ. Und so beginnt ja auch das Matthäus-Evangelium mit der Aufzählung des Familienstammbaums. Now I'm not going into detail of that, but in a summary, let us understand most of the people in that family tree were not so good people. Ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen in den Familienstammbaum Jesu, aber zusammenfassend kann man sagen, dass man dort in der Aufzählung des Familienstammbaums Jesu sieht, dass nicht alle wirklich so heilige Menschen waren im Stammbaum Jesu. Ja. But in Mother Mary or in Jesus, none of that bad things are transmitted. Aber wir sehen eben auch, dass in der Mutter Gottes oder in Jesus selbst diese schlechten Dinge der Vorfahren nicht übertragen wurden. Yes. That is the good news. Das ist die frohe Botschaft. Yeah. And when God became man, und dadurch, dass Gott Mensch geworden ist, where from he got that manhood, that manly nature? Also woher hat er diese Menschheit, diese menschliche Natur empfangen? Through Mother Mary. Durch die Mutter Gottes, nein. Yes, it is Mother Mary, but. Ja, es war die Mutter Gottes, aber. It is the Mother Mary is the mother of the whole humanity. Aber die Mutter Gottes ist die Mutter der ganzen Menschheit. She is the new Eva. Die Mutter Gottes ist die neue Eva. The old Eva, because of original sin, but that old nature of old Eva is transformed. That is another good news. Also die alte Eva, die mit der Erbsünde behaftet war, sie ist umgewandelt und das ist wiederum die frohe Botschaft. All that is in the catechism.
Alles das können wir im Katechismus nachlesen. I am not immediately reading the catechism because many people don't like I am speaking so much catechism. Ich fange nicht sofort mit dem Katechismus an, weil viele Menschen das nicht so gerne mögen, wenn wir so viel aus dem Katechismus lehren. Oh, Thomas Paul, he is always speaking catechism. This is too strong. Ach, Thomas Paul, der spricht immer über den Katechismus und das ist zu schwierig. Yeah, so I am not speaking so much, but I have to. Also werde ich da nicht so viel drüber sprechen, aber ein bisschen muss sein. Then only you will understand, oh, it is written in the teaching of the church. Oh. Denn nur so könnt ihr verstehen, ah, das steht tatsächlich in der Lehre der Kirche. Yeah. So shall I begin with one sentence of catechism? Also darf ich anfangen mit doch einem Satz aus dem Katechismus? Yeah, because Mother Mary is the new Eva. Weil die Mutter Gottes ist tatsächlich die neue Eva. She is the mother of the whole humanity. Sie ist denn die Mutter der ganzen Menschheit. So what happened to the motherhood of Eva, the also, old Eva? Was ist geschehen mit der Mutterschaft von Eva? That is completely changed. Das hat sich durch Maria vollständig verändert. So, healing of generation is a good news. That is, we have to believe these things already happened in the salvation history. When we believe this, then we receive healing. Also Heilung des Familienstammbaums bedeutet, dass wir wirklich glauben, dass diese Dinge bereits in den Generationen vor uns durch Maria, durch Jesus stattgefunden haben. Und ja, wenn wir das glauben, dann kann auch in uns Heilung stattfinden. Ja. We are Catholics, we go for Holy Mass, we make a dish debate, we make a rosary. Ah, das ist genug. That is not enough. Also wir denken häufig, wir sind gute Christen, wir gehen zur Heiligen Messe, wir gehen zur Beichte, wir beten den Rosenkranz und verehren die Heiligen, aber das ist nicht genug. We must know what means our baptism, what happens in our baptism. Wir müssen wirklich wissen, was bedeutet unsere Taufe, was ist geschehen in unserer Taufe. What happened in the baptism? Was geschieht in der Taufe? Oh, 10 minutes the priest poured some water and gave a white cloth and a candle. Genug. Ach, das sind die 10 Minuten, wenn der Priester Wasser über den Kopf gießt und dann gibt es ein weißes Kleid und eine Kerze wird angezündet und das reicht. And then we go for in the hotel and make hours of hours big celebration. Dann gehen wir essen und machen stundenlang eine große Feier. Yeah. So we don't understand a healing of the family tree happening in that pouring of the water, in that blessing of the child. Also wir verstehen nicht, dass wirklich Heilung des Familienstammbaums stattfindet, wenn das Wasser über den Getauften gegossen wird, wenn er mit dem Kreuz bezeichnet wird. Aha. Aha. Mhm. We are still thinking, oh, our grandfather has done so many sins, all that is even now coming into our generation. Wir denken immer noch, ah, mein Großvater, mein Urgroßvater, der hat so ein schlechtes Leben geführt, der hat so gesündigt und das überträgt sich jetzt Generation um Generation bis in mein Leben hinein. And in another way, we see that it is happening. Und andersherum sehen wir das tatsächlich, dass es so geschieht. Ja. My grandfather committed suicide. So also my son committed suicide. Ah, that is because of that forbidden. Also es gibt so etwas wie mein Großvater hat Selbstmord begangen. Mein Vater hat Selbstmord begangen. Ah, da gibt es also wirklich diese Verbindung. Ja. Very easily understood. Das können wir so ganz einfach verstehen. Ja. But that is not true. Aber das ist nicht die Wahrheit. But it may be true if you don't believe that you are a completely different person, you are cut off from your family through the baptism. Aber natürlich kann es wahr sein oder kann es wahr werden, wenn wir nicht glauben, dass wir durch die Taufe wirklich abgeschnitten sind von dieser Generationenfolge und wirklich durch die Taufe eine ganz neue Schöpfung geworden sind.
This we must believe. Das ist es, was wir glauben sollen. So today there are so many things like that which we are supposed to believe, but we really don't understand it. Und so gibt es viele Dinge, die wir wirklich vermutlich glauben sollten, aber wir verstehen sie nicht wirklich. Once a woman told me, she rang me up, she said she has a problem in her ears. One ear is completely deaf suddenly. Und einmal geschah es, dass eine Frau mich anruf und sie war aufgeregt und sagte, ich habe ein Problem mit meinem Ohr. Plötzlich ist mein eines Ohr ganz taub geworden. She was a young lady, not a woman, a student. Also sie war jung, sie war noch eine Studentin. She's studying for to become a doctor. Also sie war im Studium, im Doktorstudium, im Ärztin zu werden. So she was living in the hostel, in the university. Also sie lebte in der Universität in einem Hostel. So she rang up her mother and told, I am suddenly having problem with my ears. Und so rief sie ihre Mutter an und sagte, Mama, ich habe dieses Problem mit meinen Ohren. Then mother said, oh, then I have to consult with some spiritual person. What is the reason? Und dann sagt die Mutter, da muss ich mal eine geistliche Person kontaktieren, um zu wissen, was ist der Grund dafür. So next day mother said, this is because of a generation problem. Your grandfather had the same problem. So und this dann is sagte what sie happened. Am nächsten Tag zu ihrer Tochter, ah, ich habe herausgefunden, das ist ein Generationenproblem. Dein Großvater hatte dasselbe Problem. It may be true. Es mag wahr sein. Now what to do? Und was sollten wir jetzt machen? So she rang me up, since she attended one of my retreats, she had my telephone number. She rang me up, what should I do now? Und dann rief sie mich an, weil sie noch von irgendwelchen Exerzitien meine Nummer hatte und sagte es mir und fragte mich, was soll ich jetzt tun? And her mother told so many things she has to perform as a ritual in order to be freed from these grandparents' problem. Und ihre Mutter hatte ihr schon gesagt, dass sie so viele Rituale, so viele Gebete, so viele Dinge tun müsste, um von diesem Generationenproblem frei zu werden. So, I told her, do you know what happens in your baptism? Und als dann dieses Mädchen mich fragte, habe ich sie einfach gefragt, weißt du eigentlich, was bei deiner Taufe passiert ist? I don't know exactly. Sie sagte, so genau weiß ich das nicht. I said, you are studying to be a doctor. You are a very learned person. Still, you do not know what is the very basic aspect of our faith. Und ich sagte zu ihr, du studierst Medizin und bist so eine gebildete Person und du weißt nicht, was die Grundlagen unseres Glaubens sind. She said, forgive me, Thomas Paul, please help me. I must learn all these things. Und sie sagte, Thomas Paul, bitte vergib mir, aber helf mir jetzt und dann werde ich sicherlich alle diese Dinge lernen. So I read out from the catechism one, two sentence. Und dann habe ich ihr aus dem Katechismus ein, zwei Sätze vorgelesen. 1265. Unter dem Paragraphen 1265. By baptism not only purifies from all sins, but also makes the neophyte a new creature. Also die Taufe reinigt uns nicht nur von unseren Sünden, sondern sie macht uns auch zu einer neuen Schöpfung. New creature. Eine neue Schöpfung. I asked her, you are a new creature. You are not having any connection with your father or grandfather or your mother or grandmother. Through baptism, that connection is cut off. Und ich sagte zu ihr, du bist getauft, du bist durch die Taufe eine neue Schöpfung und du hast keine Verbindung mehr diesbezüglich zu deinem Vater, zu deinem Großvater oder deinen Vorfahren. Do you believe this? Und dann habe ich sie gefragt, glaubst du das? When I go to a doctor, oh, what a diabetic.
Your father was diabetic, your grandfather was diabetic, so you are a diabetic, he said. Also wenn ich zum Arzt gehe und er sagt, ah, du bist Diabetiker, dann war bestimmt dein Vater oder dein Großvater auch Diabetiker und deswegen bist du Diabetiker. So, medically, it is very easy to understand. Medizinisch können wir das ganz einfach verstehen. But spiritually, it is not necessary. If my father was a diabetic, I need not have to be a diabetic. Aber in geistiger Weise muss es nicht folgerichtig so sein, dass wenn mein Vater Diabetiker war, dass ich das auch bin. I truly believe I am diabetic not because of my father. Ich glaube ganz sicher in meinem Fall, dass ich Diabetiker bin, nicht wegen meines Vaters. When I came to Germany, I was so fascinated with the Traubensaft. Traubensaft. Als ich zunächst nach Deutschland kam, war ich so fasziniert von diesem Traubensaft, den es hier gab. Because in India we never had the juice of grapes. Trauben. Weil in Indien kannten wir das nicht, dass wir diesen Saft aus diesen Früchten hatten. And morning and evening I was drinking Traubensaft. Und morgens, mittags, abends habe ich immer wieder diesen süßen Traubensaft getrunken. And very good chocolate. Und dann habe ich die gute Schokolade in Deutschland. Anybody come to visit me, they bring chocolate and something very good fruit juice. Und jeder, der mich besucht hat, wusste, was ich mag und hat mir Schokolade und eben diesen guten Saft mitgebracht. So that is what made me. Und ich bin sicher, dass das die Dinge waren, die mich zum Diabetiker gemacht haben. I believe I am a new person. Ich glaube, dass ich eine neue Person bin. So this is what we have to believe for the healing of generation. Und das ist, was wir alle wirklich glauben müssen, damit wir von unseren Generationen, von unseren Vorfahren, dass wir da Heilung erfahren. In this stanza of catechism there are 7 points mentioned how important a baptized person is. Und in diesen Abschnitten aus dem Katechismus, die wir gerade gelesen haben, gibt es 7 Stellen, wo erwähnt wird, wie wichtig oder was Bedeutendes passiert ist mit einer getauften Person. Normally for healing of generation we think about all the bad things happened in our family and do a lot of reparations. Also normalerweise, wenn wir über die Heilung des Familienstammbaums nachdenken, dann denken wir an all die schlimmen Dinge, die in unseren Vorfahren, in unseren Generationen vor uns stattgefunden haben und wir denken, das braucht Wiedergutmachung. That is not. Aber das stimmt so nicht. That is not the right way. Das ist nicht der richtige Weg. We should not think about the bad things already done by our ancestors. Wir sollten nicht über die schlimmen Dinge, die unsere Vorfahren vielleicht getan haben, so viel nachdenken. Instead, we should think what Jesus has done in our life. Stattdessen sollten wir mehr darüber nachdenken und mehr wahrnehmen, was Jesus selbst bereits in unserem Leben getan hat. Now I will explain more about the baby Jesus a little later. Ich werde später noch ein bisschen über das Kind Jesus erklären. Now the Spirit is asking me to explain this to make that woman's hearing problem. Jetzt leitet mich der Geist, dass ich noch ein bisschen hier erkläre, um weiter zu erklären, wie das mit den Ohrenproblemen dieser Frau weitergegangen ist. So I explained there are 7 things happened in you through your baptism. Und ich erklärte dieser Frau eben auch, in der Taufe sind 7 Dinge mit dir oder an dir geschehen. First, baptism purifies us from all sins. Das erste ist, die Taufe reinigt uns von allen Sünden. That means all the sins of the ancestors and the sin of Adam and Eve. Also das heißt, damit sind gemeint alle Sünden unserer Vorfahren, die Erbsünden von Adam und Eva. So every time I asked her, do you believe this? Und jedes Mal habe ich die Frau dann gefragt, glaubst du das? Yes. Ja, sagte sie. I am also asking, do you believe this? Und ich frage auch euch, glaubt ihr das? This is important that das ist wichtig, dass ihr das glaubt. Answer it with the faith. Yes. Dass ihr das wirklich im Glauben beantwortet. Yeah. Now, second. Das zweite. The neophyte become a new creature. Der Neugetaufte ist zu einer neuen Schöpfung geworden. Do you believe this? Glaubt ihr das? You are a new creature.
Glaubt ihr, dass ihr eine neue Schöpfung seid? You are different from your father and mother. Ihr seid anders als euer Vater und eure Mutter. I want to tell you, my father never went to another home and slept. He cannot sleep any other place other than his own home, his own bed. Also ich erzähle euch, mein eigener Vater konnte nirgendwo in einem anderen Zuhause, in einem anderen Bett schlafen, als in seinem eigenen Zuhause. Think about me. Und dann denk mal an mich, wie das bei mir ist. I am always, every week or every two weeks, I am in different country. I have no problem. Ich bin da sehr, sehr anders als mein Vater. Ich bin jede zweite Woche in einem anderen Land, in einem anderen Stadt, in einem anderen Haus. So I am not like my father. Also da bin ich wirklich ganz anders als mein Vater. I am cut off from that family tree and I am a new person, a new creation. Also ich bin abgeschnitten von diesem Familienstammbaum und ich bin eine neue Person, eine neue Schöpfung. I asked this woman, do you believe this? Und dann habe ich auch diese Frau gefragt, glaubst du, dass du eine neue Schöpfung bist? Yes. Ja, sagte sie. Now I believe. Ja, jetzt glaube ich das. Do you believe this? Glaubt ihr das? Ja. Yes. Now, third point. Dann das dritte. Very important. You are an adopted son of God. Das dritte ist, ihr seid zu einem Adoptivsohn Gottes geworden. Yeah. What means adopted son? Was heißt das, ein Adoptivsohn? Sometimes people say, oh, we are only adopted son. I thought we are the real son. Also manchmal sagen die Leute, ach, ich bin nur ein Adoptivsohn. Ich dachte, ich wäre ein richtiger Sohn. Yeah. Yeah, generally we say, I am a child of God. Ja, gewöhnlich sagen wir, wir sind Kinder Gottes. But we must know in the spiritually, God's Son of God is only one person, that is Jesus Christ, the Son of God. Aber wir müssen im geistigen Zusammenhang wissen, dass es nur den einen Sohn Gottes gibt, das ist Jesus Christus. Because he is God himself. Weil er als Sohn Gottes, er ist Gott selbst. And we are all not God, but created by God. Und wir sind nicht Gott, aber wir sind von Gott geschaffen. And then through the salvation plan, when God became man, he took our human nature. Aber dann durch die Heilsgeschichte, als Gott Mensch geworden ist, hat er unsere menschliche Natur angenommen. Ja, angenommen. So we become one in his family. Und so wurden wir eins in seiner Familie. Yeah. Mit seiner Familie. We become his brother. Dadurch sind wir seine Brüder und Schwestern geworden. That means we are cut off from our biological family and brought into the family of God. Das heißt, wir sind von unserer biologischen Familie abgeschnitten und sind in die Familie Gottes hineingekommen. Yeah. That is the first chapter of John's Gospel. John's Gospel, chapter 1, verse 11 and 12 says that. Das lesen wir im ersten Johannesbrief, erstes Kapitel, die Verse 11 bis 12. Which says, you are those who believe in him, those who accepted him, he gave power to become children of God. Die an ihn glauben, denen hat er die Macht gegeben, Kinder Gottes zu werden. Ja. Power, power. What Kraft, is the power Macht. Of a child of God? Was ist die Macht eines Kindes Gottes? Once again, to verse 12 and 13, to those who did accept him, he gave power to become children of God. Denen, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. To those who believe in his name. Allen, die an seinen Namen glauben. Now the next sentence is very important. Und dann der nächste Satz, ganz wichtig. Pay attention. Seid aufmerksam. Who were born not by natural generation, nor by human choice, or by the man's decision, but of God. Die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. We are naturally born from the flesh and blood of our parents.
Natürlicherweise sind wir aus dem Fleisch unserer Eltern geboren. But at the time of baptism, aber im Augenblick der Taufe, when the priest says, "Do you believe in Jesus Christ?" Wenn der Priester fragt, glaubt ihr an Jesus Christus? Und wir antworten ja. You accept him as your savior? Dann nehmen wir Jesus Christus als unseren Retter an. Tack. Und dann sind wir abgeschnitten. Like we were a branch of the Adam's tree, we are cut off from the Adam's tree and grafted with the tree of Jesus. So wie wir vorher am Weinstock Adams waren, am Baum Adams, da sind wir abgeschnitten und wir sind aufgepfropft auf dem Weinstock Jesu Christi. And now we are drawing the life, bread, blood, spirit, word from the life of Jesus. Und jetzt ziehen wir Leben, Brot, Blut, Wasser aus dem Weinstock Jesu Christi. Is this branch has any connection with the tree of Adam? Und hat dieser Weinstock irgendwelche Verbindung noch zu dem Weinstock Adams? No. Nein, er ist abgeschnitten. So every day we come to the Eucharist to drink and eat from the new tree. Also jedes Mal, wenn wir zur Eucharistie kommen, dann essen wir und dann trinken wir von diesem neuen Baum. Because I had a humorous feeling once when I asked the Father, when I was praying in a personal prayer, I felt I am having breakfast with Jesus and the Father and the Holy Spirit. Und wenn ich mein persönliches Gebet verrichte, dann habe ich oft das Gefühl, dass es so ist, als wenn ich frühstücke mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. So I told him, no, I am not worthy to sit with you. I will stand outside and eat the breakfast. Und dann habe ich innerlich so gesagt, nein, das kann ich nicht machen. Ich werde hinausgehen und abseits mein Frühstück zu mir nehmen. No, come here, sit with me. You are my brother. You are my child. Come. Dann hörte ich, wie Jesus sagte, nein, komm, sitzt hier mit uns. Du bist mein Bruder, du bist mein Kind. I could have a very good feeling. I am a member of God's own family. Und dann hatte ich dieses wunderbare Gefühl. Ich konnte es wirklich erfahren, dass ich ein Mitglied der göttlichen Familie, des göttlichen Haushalts bin. I am cut off from the family of Gideon, but still my name is there, but I am cut off. Ich bin abgeschnitten von dieser Familie Gideon. Mein Name ist zwar noch da, aber ich bin abgeschnitten. Believe it. Glaub das. Do you believe this? Glaubt ihr das? So that means you are an adopted son of God. Das ist damit gemeint, wenn es heißt, ihr seid Adoptivsöhne Gottes. We know in a family there is one son and there are another adopted son, then all what the real son receives is also for the adopted child. Und stellt euch vor, in einer Familie gibt es einen Sohn und einen Adoptivsohn und es ist so, alles das, was der leibliche Sohn bekommt, ist auch für den Adoptivsohn. Yes or no? Stimmt das? Do you believe? Glaubt ihr das? Is there any difference the father and mother will show to this adopted child? Werden die Eltern da irgendwelche Unterschiede machen zu ihrem leiblichen Sohn und zu dem Adoptivsohn? So believe that. Glaubt das. That is what St. Paul's teaching often says. You have all the right, like what Jesus himself has. Das hat Johannes Paul II. Ganz oft gesagt. Er hat gesagt, ihr habt dieselben Rechte dem Vater gegenüber, die Jesus auch hatte. Yeah. Do you believe this? Glaubt ihr das? Believe. Glaubt es. Now coming back to, again, we had the three points now. The also, fourth point. Kommen wir wieder zurück zur Taufe. Wir hatten jetzt drei wesentliche Merkmale. Jetzt kommt das vierte. Fourth point is, we became partaker of the divine nature. Das vierte ist, dass wir Anteil erhalten an der göttlichen Natur. Through baptism we become totally one with the Holy Trinity. Durch die Taufe werden wir tatsächlich vollständig eins mit der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Therefore we can now make a sign of the cross upon us.
Deswegen können wir jetzt über uns oder auf uns das Kreuzzeichen machen. What is the meaning of that? Was bedeutet das? The name of the Father. Im Namen des Vaters. And of the Son. Und des Sohnes. And of the Holy Spirit. Und des Heiligen Geistes. Why are we drawing this on our body? Warum machen wir dieses Kreuzzeichen über unseren Körper? Because this Father, Son and Holy Spirit is with us. We are one with them. Weil der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, sie sind mit uns. Wir sind eins mit ihnen. Through incarnation. Das ist geschehen durch die Menschwerdung. God became Emmanuel. Gott ist der Emmanuel, der Gott mit uns geworden. What means Emmanuel? Was heißt Emmanuel? God with us. Gott mit uns. So before incarnation, what was God? Vor der Menschwerdung, wie war es da mit Gott? Father, Son and Holy Spirit. Auch da gab es Vater, Sohn und Heiliger Geist. Pay attention. Jetzt seid aufmerksam. 2000 years back. 2000 Jahre zurück. A historical event happened. Gab es wirklich dieses historische Ereignis? God the Father. Dass Gott der Vater. Son the Word. Das so den Sohn, das Wort. And the Holy Spirit. Und der Heilige Geist. In that came a difference. Dass es da einen Unterschied gab. The Son Word came down and took our human nature, humanity. Das Wort, der Sohn, er kam herab und nahm die menschliche Natur an. So now how is the Trinity now? Und wie ist es jetzt mit der Dreifaltigkeit? Father. Da ist der Vater. Son and the humanity. Der Sohn verbunden mit der ganzen Menschheit and the Holy Spirit. Und der Heilige Geist. So where are we? Wo sind wir? The name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. We are in the Trinity. Also im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir sind in der heiligsten Dreifaltigkeit. Hä? With, we become like a person in God. Was sind wir wie eine Person in Gott geworden? That is the mystery of incarnation. Ja, das ist das Geheimnis der Menschwerdung. God became man. Gott ist Mensch geworden. So that man became a member in the Holy Trinity. God with us, Emmanuel. So dass der Mensch ein Mitglied in der allerheiligsten Dreifaltigkeit geworden ist. Der Gott mit uns hat uns in sich hineingenommen. In this process, he cut off our connection with all the earthliness and took us into complete divine nature. Und in diesem Prozess hat er uns abgeschnitten von all diesen weltlichen Dingen und hat uns hineingenommen in diese göttliche Natur. In this first person is Blessed Mother. Die erste Person, an der wir das sehen, ist die Mutter Gottes. So she was. Before she was born, she was made completely divine. Also noch bevor die Mutter Gottes geboren wurde, war sie schon völlig göttlich. Her all original sin is cut off. Sie war bereits im Voraus abgeschnitten von ihrer Erbsünde. And for us, we receive after our birth in the baptism. Wir empfangen das nach unserer Geburt durch die Taufe. Is it too heavy to understand? Ist es zu schwierig zu verstehen? Are you able to understand? Seid ihr in der Lage, das nachzuvollziehen? Yeah. So let us believe. I am a also new creation. Lasst uns glauben. Wir sind eine neue Schöpfung. I am a adopted child of my Father God. Wir sind ein Adoptivkind von Gott Vater. And I am a partaker of the divine nature. Und wir haben Anteil an der göttlichen Natur. That is the divine nature come from the Father, Son and Holy Spirit. Das ist diese göttliche Natur, die vom Vater, Sohn und Heiligen Geist kommt. They are with us. Sie sind mit uns, in uns. We are carrying God. Wir tragen Gott in uns. We were talking about lebendig tabernacle last retreat. In den letzten Exerzitien, die wir hatten, haben wir darüber gesprochen, dass wir ein lebendiger Tabernakel sind. So one thing is with the Eucharist, but even without the Eucharist, the Father, Son and the Holy Spirit is living in us. Also es ist natürlich so, dadurch, dass wenn wir die Eucharistie empfangen haben, sind wir ein
lebendiger Tabernakel, aber auch ohne die Eucharistie lebt der dreifaltige Gott in uns. Wir tragen ihn in uns. Every day, even before we eat, we say the name of the Father, Son and the Holy Spirit. Name of the Father, Son and the Holy Spirit. We are recognizing the divine nature in us. Und ganz oft am Tag, wenn wir das Kreuzzeichen machen, bevor wir anfangen zu essen, sagen wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und wir erinnern uns daran, an diese göttliche Dreifaltigkeit in uns. Even if you are driving a car in front of the parish church, when you see the church, you make a sign of the cross. Und oft sind wir es gewohnt, dass wenn wir im Auto fahren, einer Kirche vorbeifahren, dass wir dann einfach das Kreuzzeichen machen. We are always remembering the Trinity in us. Wir erinnern uns immer wieder durch diese Zeichen an die allerheiligste Dreifaltigkeit in uns. This was not possible in the Old Testament. Nobody used to do this in the Old Testament. Und das gab es im Alten Testament nicht. Okay, now we said 1, 2, 3, 4. Fifth point. Jetzt kommen wir zum fünften Punkt der Taufe. Member of Christ. Da heißt es, wir sind Glied Christi. Yeah, member of Christ. Glied Christi. It's very interesting point. Das ist auch ein ganz interessanter Punkt. Here Christ means. Christus meint hier. The church. Das meint die Kirche. That is, we are the body of Christ. Das drückt aus, dass wir der Leib Christi sind. And Christ is the head. Christus ist das Haupt. And Holy Spirit is the soul. Und der Heilige Geist ist die Seele. So, this is a very difficult thing to understand. Church means we think about a structure. Das ist sehr schwer zu verstehen, weil wenn bei Kirche denken wir häufig an diese Struktur. No. Church is the glorified church, the suffering church, the pilgrim church. Aber unter Kirche müssen wir die verherrlichte Kirche, die leidende Kirche und die pilgernde Kirche verstehen. It is Jesus himself. Die Kirche ist Jesus selbst. So we are a member of the body of Christ. Also wir sind ein Glied des Leibes Christi. Yeah. Through baptism. Das ist geschehen durch die Taufe. We become a member of Christ. Sind wir zum Glied Christi geworden? Sometimes people ask me, Thomas Paul, not so many people are there for your four-track. What is this? Why so many people are not coming? Manchmal fragen mich die Leute und sagen, Thomas Paul, bei deinen Vorträgen, da sind so wenig Leute. Was ist los? Was passiert da? Yeah. I said, I don't need. I will speak alone. Even then, it has a meaning. Und ich sage dann, das macht nichts, ich brauche die Leute nicht, ich werde auch alleine predigen. Und auch selbst das hat dann eine Bedeutung. When I speak alone to the whole world. Wenn ich alleine der ganzen Welt predige. Like I take insulin. Das ist so, wie wenn ich mir Insulin spritzen muss. Or an injection in one of my finger. Oder ich mache eine Infusion in irgendeinen von meinen Fingern. What will happen? Was geschieht dann? In 2 minutes it spread into my whole body. In 2 Minuten ist dieses Insulin oder diese in meinem ganzen Körper. So if I one person learn the teaching of the church and I believe. Wenn ich möchte, dass Menschen die Lehre der katholischen Kirche lernen, dann glaube ich, and I proclaim, wenn ich das dann glaube und wenn ich dieser Lehre verkündige, it is like a insulin in the body of Christ. Dann ist es wie ein Insulin, der in den Leib Christi gespritzt wird. It will spread. Es wird sich ausbreiten. Slowly, slowly. Langsam, langsam. So don't worry about few people. Also macht euch nicht so viele Gedanken, wenn nur wenig Leute da sind. When you come for the Eucharistic adoration, you are alone. Wenn ihr manchmal vor die eucharistische Anbetung geht, dann seid ihr ganz allein. But this one person is a member of the body of Christ. Aber diese eine Person, die dort vor der Eucharistie sitzt, ist ein Glied am Leib Christi. God is doing big things. Und Gott wirkt dadurch große Dinge. So now the sixth point is co-heir with him. Co-heir with him. Kommen wir zum sechsten Punkt. Da heißt es, wir sind Miterben mit ihm. We have all the right to receive all what the Son of God, Jesus Christ,
can receive. Also wir haben das Recht, alles das zu empfangen, was Jesus Christus empfangen hat. We should not think any material wealth, but we should think the glory of God. Da sollten wir nicht an irgendwelche materiellen Reichtümer denken, sondern an die Herrlichkeit Gottes. Yeah, the glory. An die Herrlichkeit. The holiness. An die Heiligkeit. The power. An die Macht. The spiritual power. Die geistige Macht. And lastly, the temple of Holy Spirit. Und zum Schluss heißt es, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. We become a temple of Holy Spirit. Wir werden durch die Taufe ein Tempel des Heiligen Geistes. Holy Spirit wants to dwell in every. Holy Spirit dwells in every human being. Der Heilige Geist wohnt in jedem menschlichen Wesen. And through baptism, und durch die Taufe, Holy Spirit possesses us. Durch die Taufe besitzt uns der Heilige Geist. You are mine. Er sagt, du gehörst jetzt mir. Your every molecule is fermented with the Holy Spirit. Jedes einzelne Zelle, jedes Molekül eures Körpers ist verschmolzen mit dem Heiligen Geist. Holy Spirit possesses, making our body as his temple. Also der Heilige Geist besitzt uns und er macht unseren Leib zu einem Tempel des Heiligen Geistes. When I explained all these things to this young doctor who had this problem on the ear, und als ich alle diese Dinge eben dieser jungen Studentin erklärt hatte, dieses Ohrproblem, dieses taube Ohr hatte, oh, Thomas Paul, I never knew all these things. Da sagte sie, das habe ich alles nicht gewusst. I said there are many more things to learn, but now this is enough. Ich habe gesagt, da gibt's noch so viel zu lernen, aber für heute mag das genügen. Now I said to her, make an act of faith now. Und dann habe ich zu ihr gesagt, mache jetzt diesen Glaubensakt. And repent about your lack of faith. Und bekenne deinen Mangel an Glauben. Yeah. Yes, I'm sorry. I confess. Und sie sagte, ja, es tut mir leid, ich bekenne. That I never knew that all this is in me through my baptism. Ich bekenne, dass ich das nie gewusst habe, dass ich das durch die Taufe alles in mir trage. And she said, shall I kneel down? I said, no problem, you can kneel down also. Dann sagte sie, soll ich mich hinknien? Ich sag, ja, wenn du danach isst, mach das. All this is through telephone, okay? Und alles das geschah am Telefon. Yeah. Yeah, yeah. In the near next possibility, you can go for a confession and confess your sin. What is the sin? Sin here is, you never believed all these things. Und dann habe ich dir gesagt, bei der nächsten Möglichkeit kannst du zur Beichte gehen und du kannst kannst diese Sünden beichten. Und was ist diese Sünde? Die Sünde ist, dass ich nie diesen Glauben bewusst gekannt habe. And you now make an act, Lord, I believe these things. Und mache wirklich diesen Glaubensakt, indem du sagst, Herr, ich glaube das jetzt. I believe I am a new creation. Ich glaube, dass ich eine neue Schöpfung bin. When she said that, immediately her ear opened. Und als sie das bekannte und als sie das aussprach und sagte, ich glaube, dass ich eine neue Schöpfung bin, da wurde ihr Ohr wieder geöffnet. Diese Taubheit ging weg. Halleluja. So, this is why healings are required. Healings are required because Jesus said in Mark's Gospel, it says, they all went, forth and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the word through accompanying signs. Und diese Heilungen sind notwendig, sind erforderlich, weil Jesus selbst sagt im Evangelium, with verse? Mark chapter 16:20. Markus Evangelium 16:20. Sie aber zogen aus und predigten überall. Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte die Verkündigung durch die Zeichen, die er geschehen ließ. Yeah. Shall we stand up and sing a song? Sollten wir vielleicht mal aufstehen und ein Lied singen? And when we sing this, maybe we sing a song of
Holy Spirit, believing that we are a temple of Holy Spirit. Maybe you can sing that song. Vielleicht singen wir nochmal dieses Lied, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind, dass wir das wirklich dann, während wir das singen, auch wirklich glauben, dass wir wirklich ein Tempel des Heiligen Geistes sind. When you sing this, you internally you remember all what we learn now. Und wenn wir dieses Lied singen, dann glauben wir und erinnern wir uns an alles das, was wir jetzt gehört haben und machen einen Glaubensakt. And you are a new creation. Und wir sind diese neue Schöpfung. So already the healing take place now. Also die Heilung, sie findet dann jetzt statt. Yeah. Now after this song we will know maybe some special healing which is happening. You can stand up now. Also vielleicht wissen wir danach diesem Lied schon tatsächlich, dass Heilungen stattgefunden haben. Wir können dazu jetzt aufstehen. Yes. Nummer 359. Ich lade ein, bei den Wiederholungen einfach mitzusingen, auch wenn ich irgendwas anrufe. Immer komm und komm. Alles klar. Kommt jetzt. Oh, Holy Spirit. 359, 359. Praise you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus.